Servus und recht herzlich willkommen wieder hier zu einer neuen Folge bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder auf der Map Neubartelshagen und spielen unser Projekt Big Farm. So, ich habe mittlerweile dieses Feld hier abgeerntet, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und wir werden jetzt das Material zu Farmers Market bringen. Und dabei werden wir wieder mal mit einem kleinen Konvoi unterwegs sein. Nämlich auch mit unserem Drescher werden wir hier unseren Abfahrer verfolgen bzw. hinter ihm herfahren. Denn wir wollen noch ein weiteres Feld abernten. Ich habe den Auftrag angenommen für Feld Nummer 4. Das ist das Nachbarfeld zu unserem Feld. Und somit haben wir also Abfahrer und Drescher dann in unmittelbarer Nähe und können dort die entsprechende Ernte durchführen. Ich glaube, so ja, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir werden es ja gleich sehen. So, nichtsdestoweniger werden wir auch heute ein bisschen vorwärts kommen in unserem Projekt und in unserer kleinen Hoferweiterung, die wir vorhaben. Das werde ich euch dann gleich zeigen, wenn wir vor Ort sind. Der hat aber ganz schön Speed drauf hier, unser Kollege. Aber gut, wir fahren ja auch nur 42 mit dem Drescher maximal. Zip. Jupp, das Schneidwerk ist noch da. Muss man immer ein bisschen gucken. So. Und ich habe ja auf unserem Feld auch ein bisschen weitergearbeitet mit unserem Johnny. Das heißt, wir haben einiges an Mais mittlerweile abgeerntet. Das Feld haben wir entsprechend schon erweitert. Und ich möchte eigentlich dann auf jeden Fall noch das Thema Silage angehen. Mais-Silage, das heißt, einen Häcksler uns mieten und dann eben für über den Winter mit einer kleinen Hofbege erarbeiten. Ob wir das heute noch alles hinkriegen, werden wir sehen. Spätestens aber in der nächsten Folge. So. Sehr schön. So, ihr seht es also da drüben, ist schon einiges abgeerntet. Und ich habe hier auch schon ein bisschen angefangen, das Feld hier zu markieren. Aber wir schauen uns das dann gleich ein bisschen von oben an, sobald wir den Drescher hier in Position gebracht haben zum Ernten. Dann kann, wie gesagt, unser Abfahrer in aller Ruhe sein Material zu Farmers Market bringen. Und dann müssen wir auch ein bisschen ja, das Wetter im Auge behalten, weil ich glaube, so gegen 13 Uhr wird es anfangen zu regnen. Jetzt haben wir 10.43 Uhr, also wir haben noch ein bisschen Zeit. So, dann fahren wir mal hier rein. Ja, und dann können wir hier auch unseren Schneidwerkwagen abstellen. So, dille, zack. Ja. Mit dem großen Fendt Ideal. So, ankuppeln. Dann werden wir mal unser Maschinengewehr hier ausklappen. Ja, und dann können wir auf jeden Fall mal hier anfangen. So, ist reserviert. Achso, jetzt müssen wir mal schauen. Doch, so ja, er erntet. Sehr gut. Ja, ich gebe zu, ist vielleicht alles nicht ganz koscher, denn wir haben ja diese Geräte gemietet für einen anderen Auftrag, aber ich sag's mal so, wir haben sie gemietet und wir können sie natürlich auch nutzen und jetzt arbeiten wir damit eben einen anderen Auftrag noch parallel ab. Ja, warum auch nicht, ne? So. Ja, dann fahren wir einmal hoch und einmal runter und dann haben wir ja die gerade Bahn, weil das Problem ist ja, dass das Feld hier ein bisschen schräg läuft auf der ersten Hälfte. Das heißt, da können wir jetzt den Helfer noch nicht als solches losschicken. Dann werden wir also noch einmal runterfahren. Den Abfahrer habe ich dann positioniert am anderen Ende des Feldes. Wenn er abgeladen hat, da Lohndienstleistung 7%, Lohndienstleistung abgeschlossen. Und wir haben noch 2930 extra bekommen für
die Ernte von Feld Nummer 7 war es, glaube ich. So, wir können mal die Karte ein bisschen vergrößern. Ja, und dann sehen wir auch, dass der Helfer bereits wieder unterwegs ist und der soll dann eben ganz im Westen dann am Feld Nummer 4 auf uns warten. So. Ja, also Hintergrund ist auf jeden Fall, wir müssen gucken, wir haben jetzt November. November heißt eben auch, ich habe da nochmal ein bisschen reingeguckt, weil ich dachte, wir könnten auch noch schnell, schnell in Anführungszeichen was ansehen, aber im November geht natürlich gar nichts mehr. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt auch die nächsten 2-3 Monate nicht so viel zu tun. Wir können natürlich das Feld dann schon mal herrichten, gruppern und ähnliches, und wir müssen es auf jeden Fall, müssen wir ja auch noch für Precision Farming die Bodenarten bestimmen, damit wir dann eben anschließend dann auch kostengünstig kalken und düngen können. Aber was das Thema Düngen angeht, bietet sich es eben an. So, und da schicke ich jetzt erstmal hier den Kollegen los. Bietet es sich an, und deswegen gehen wir hier mal kurz in die Übersicht. So, und schauen uns das jetzt mal an. Bietet es sich nämlich an, eine kleine Hof-BGA. Ich möchte hier gerne eine Hof-BGA installieren. Wir werden ein hessisches Fermentersilo installieren. Und dann können wir nämlich anfangen, hier... Bis hierhin habe ich schon alles abgeerntet und dann können wir nämlich anfangen, mit dem Rest des Maises Maissilage zu machen. Ihr seht, hier habe ich bereits ein bisschen angefangen, die Felder, ja, die Claims abzustecken. Hier der Bereich, das soll unser Hof werden, und ich denke, hier irgendwo werden wir die BGA und auch eben das Silo. Das muss klug platziert werden, weil wir sonst Probleme bekommen mit den Helfern, mit dem Abfahren, weil das soll alles dann eben mit Helfern funktionieren, damit wir dann in Ruhe uns auf eben das Häckseln konzentrieren können. So, hier habe ich dann auch schon mal im Prinzip den Weg gezogen. Das wird dann alles noch verlängert. Das können wir dann alles eben in den nächsten Monaten machen. Und hier ebenfalls habe ich auch schon mal das Feld ein bisschen begradigt. Was wenn komisch ist, auch hier kann man nicht bis zum Rand. Ich müsste dieses Feld Nummer 4 kaufen und dann kann ich erst hier das Stückel hier machen. Aber naja, gut, sei es drum, sind so Kleinigkeiten, die werden wir uns dann später ansehen. So, ihr seht es, jetzt wo es abgeerntet ist, es ist schon ein Megafeld, also über 40 Hektar. Da hinten steht noch unser Material und so, da steht unser Helfer, der wartet. So, den bringen wir mal ein bisschen vor, weil ich bin mir fast sicher, den können wir schon gleich mal abtanken, unseren Drescher. Und dann schicken wir mal unseren Abfahrer mit dem Mais, den schicken wir jetzt auch mal abladen ins Silo. So, den bringen wir erstmal hier in Warteposition. So, und den Helfer, den können wir... Zack. So, wo müssen wir denn jetzt hin, wo das alles ein bisschen Sinn macht? Den positionieren wir dann einfach mal hier. So, und ab die Post. So, den fahren wir ein bisschen zurück, weil ich habe fast das Gefühl, dass er mit Sicherheit gleich ein bisschen um die Kurve fahren wird. Ah, doch nicht. So, wie weit ist der? 60%. Ja, den können wir auf jeden Fall dann vorne abtanken. Was ich gleich machen möchte, ist auf jeden Fall mit dem Johnny nochmal ein Vorgewende fahren hier um das Feld, damit wir gleich beim Häckseln auch genügend Platz haben, um dann eben auch mit dem Häcksler und den Abfahrern ordentlich vorbeizukommen. Deswegen mache ich hier auf jeden Fall nochmal eine Bahn Vorgewende. Dann werden wir schauen, dass wir, wie gesagt, die beiden Produktionen platzieren. Und dann, denke ich, werden wir uns auf jeden Fall einen Häcksler mieten für die Aktion. Und dann werden wir einiges häckseln, damit wir jedenfalls jede Menge Material haben, um dann über den Winter Silage, dadurch natürlich laufend auch Einnahmen zu generieren. Und dann kriegen wir natürlich auch Gärreste, und mit den Gärresten können wir dann auch gleich im Frühling vor der Ernte bzw. vor der Aussaat düngen. So, Motor ist an. Dann werden wir den jetzt erstmal abtanken und dann gehen wir auf den Johnny. Ja, und die Idee ist dann eben, dass wir den Abfahrer eben auch benutzen dann für die Häckselaktion.
So, das sollte eigentlich auch ohne uns funktionieren. Ja, wie gesagt, das ist hier ein bisschen komisch an der Stelle. Irgendwie scheint da die Layer oder ähnliches irgendwie nicht ganz zu passen, weil das da hier so ausholen muss, ist mir eigentlich bei diesem Zweiachser, ja, kommt mir ein bisschen komisch vor, aber naja, es funktioniert und wir müssen einfach mal schauen, wie wir das jetzt in den nächsten Folgen dann auch geregelt kriegen. So, Motor an, dann werden wir mit ihm jetzt hier eine Vorgewende fahren. Und zumindest hier die zwei Teilbereiche, das Feld und dieses Teilbereich, diesen Teilbereich, werden wir definitiv häckseln. Und dann schauen wir mal, wie wir es mit dem unteren Bereich da unten noch machen. Ganz im Süden sozusagen dieses Feldes. Schauen wir mal, ob wir das dann auch häckseln oder ob wir dann da wieder Mais einlagern, was wir dann im Januar oder Februar, glaube ich, dann zum höchsten Preis verkaufen können. So, ich schaue mal ganz kurz hier in die große Map rein. Also der andere Drescher hat bereits gewendet und unser Abfahrer ist auch unterwegs. Ist immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen im Auge hat. Weil ich hatte jetzt auch schon wieder, weil ihr habt es ja gesehen, zwischen den Folgen habe ich wieder ein bisschen was gearbeitet. Und da hatte ich nämlich auch wieder das Phänomen, dass oben am Silo interessanterweise mit dem, der Kleine, ja, mit der Deichsel, mit dem Drehgestell, dass also der nicht um die Kurve kam und hängen geblieben ist an irgendeinem Vorfahrtsschild oder Stoppschild. Ja, auch wenn komisch. Hat jetzt ein paar Mal gut geklappt und einmal eben nicht. Naja. So, dann sind wir wieder hier unten. So, passt die Bahn? Ja, die Bahn passt. Ja, das Schöne ist immer bei Mais, im Gegensatz jetzt zu Getreide oder Ähnlichem, dass wir uns eigentlich nicht am Rand orientieren müssen, sondern wir können hier genau, bei der Einzelkorn ist es ja so, auch bei Sonnenblumen, da kann man richtig schön hier mit dem Gebiss in der Spur fahren. Und da wir ja nicht GPS oder Ähnliches haben hier auf der Konsole, ist das sozusagen ein kleines Hilfsmittel. Jo, wie gesagt, vergesst nicht, ich spiele auf der Konsole. Ich habe eben nicht so tolle Skripte, die es auf dem PC gibt und auf dem Mac gibt, wie eben Crossplay oder Ähnliches. So, ich habe es ja mal in einer der letzten oder vorletzten Folge oder beziehungsweise ich glaube bei unserem Projekt, das ich ja wieder mit ein paar Folgen habe ich wieder erstellt für unser neuen Mini-Brunnen, habe ich es auch schon mal kurz erwähnt. Was ich auch sehr, sehr gerne zocke, allerdings hier eben auf dem Mac, das ist Transport Fever 2. Und das soll ja auch, ich glaube, am 9. März auf Konsole kommen. Also wird es ein großes Update geben. Und dann hat auch Urban Games gesagt, sie haben da wohl einen Partner gefunden, der hier spezialisiert ist auf Controllersteuerung und möchten eben das Spiel dann auch auf Konsole herausbringen. Und naja, so, jetzt ist irgendjemand blockiert. Nee. Ja, stopp mal. Kann es sein, dass er vielleicht hier lang will? Ja, dann bringen wir den hier aus der Spur, stellen den dahin. Aber das würde mich jetzt wundern, der wird eigentlich da oben abbiegen und dann aufs Feld fahren. Gut, schauen wir mal ganz kurz. 47, also das heißt, wenn er hochkommt, können wir ihn wieder abtanken. So, da ist unser Drescher. Ich war stehen geblieben bei Transport Fever. Und natürlich sind da viele skeptisch, wenn es um so ein Spiel geht, was eigentlich prädestiniert ist für PCs, für Maus- und Tastatursteuerung. Ich bin aber echt am Überlegen, ob ich es mal versuchen möchte. Also ich bin mal gespannt. Würde mich ja natürlich auch interessieren, wie ihr dazu steht. Natürlich sagen alle, Transport Fever lebt natürlich vom Modding. Das sind jede Menge, also die Mod-Werkstatt und alles, da wird kräftig gearbeitet an Mods und natürlich lebt Transport Fever davon, genauso wie auch ein bisschen der Landwirtschaftssimulator, ja ein bisschen kann man eigentlich nicht sagen, natürlich lebt auch der Landwirtschaftssimulator davon, von den vielen, vielen, vielen Menschen, die da draußen eben Zeit opfern, um für dieses Spiel Mods zu kreieren, die uns alle hier
die Spieler erfreuen. Und natürlich ist dann auch hier das gleiche Thema. Wir wissen, Skripte und Ähnliches geht nicht auf der Konsole, ist nicht zugelassen. Deswegen sind wir hier natürlich ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen sind natürlich auch alle oder viele skeptisch, was das Transport FIFA 2 angeht, auch wegen den Mods. Also die Steuerung wird ein Thema sein, weil man natürlich die Schienen, die Straßen und alles natürlich in der Maus wesentlich einfacher ziehen kann. Und vor allen Dingen, wo ich auch gespannt bin, es muss ja alles irgendwie auch beschriftet werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier mit dem Controller anfängt, durch irgendwelche virtuellen Tastaturen zu tippen, um dann irgendwelche Linien und so weiter zu beschriften. Also da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Was das Thema Modding angeht, haben natürlich auch schon einige geschrieben, dass eventuell halt eben der Hersteller Urban Games hier eine Lösung hat, ähnlich wie halt natürlich beim Landwirtschaftssimulator, dass es natürlich einen internen Mod-Hub gibt. Aber das sind alles noch so ein bisschen offene Fragen, die noch nicht abschließend geklärt sind. Deswegen sind da eben auch alle ein bisschen, ja, gespannt. Ich persönlich bin auch sehr gespannt. Bis jetzt hat man noch nicht allzu viel in der Richtung gehört oder gesehen. Also man darf gespannt sein, wie es eben dann hier um diese Funktion bestellt ist. So, ich fahre dann da oben rum. Wir lassen das jetzt mal erst so. Und dann schauen wir, wenn die anderen Fahrzeuge wieder zurückgekommen sind, dass wir hier den Johnny und auch den Ideal abtanken. Und dann werden wir uns mal um das Thema platzieren und dann eben um das Häckseln. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch anfangen können. Jetzt eventuell nicht in dieser Folge. Aber ich gucke immer noch ein bisschen auf die Uhr und auf das Wetter. Und 13 Uhr soll es mit Regen beginnen. Und dann wird es natürlich mit dem Ernten ganz, ganz schwierig. So, Helfer 80%. Irgendwas wird wieder blockiert. Schubidu. So, den hier packen wir in den Hänger. So. So, jetzt muss mir wieder einer erklären, warum ist der hier unten lang gefahren? Warum ist der hier unten lang gefahren? Und versucht dann hier reinzufahren? Naja, okay. So. Ja, also das soll dann hier einen Fahrweg geben. Und da habe ich extra jede Menge Platz hier auf der rechten Seite gelassen, weil da soll eigentlich dann, also so ist meine Idee, ein Kuhstall hin. Und aber wie gesagt, eins nach dem anderen, denn ihr seht es ja, wir schwimmen nicht gerade im Geld. Deswegen werden solch große Investitionen gerade nicht so einfach sein. So, jetzt tanken wir halt doch mal erst den hier ab, wenn der an den Feldrand kommt. Dann passt es eigentlich immer sehr, sehr gut. Genau, zwei Bahnen und dann kann man den hier unten abtanken. So, 19%. Ah ja, genau, das passt. Ideal. So, mit dem Fendt Ideal ist es ideal. Okay. Motor an, Plane runter und dann werden wir den hier abtanken. Wunderbar. So, wo müssen wir denn eigentlich mit dem später hin? Mal kurz schauen. Aufträge Ernte 4, Feld 7 ist abgeschlossen. Ernte 4 zum Restaurant. Ist natürlich auch jetzt wieder am anderen Ende. Und Restaurant habe ich auch ein ungutes Gefühl, auch hier wegen der Ausfahrt, weil da fährt er meistens hinten dann aufs Auto. Wir werden sehen. Also, wir werden sehen. Gut. Der Motor ist aus. Er fährt in die nächste Spur. Und ihn hier können wir auch zum Schicken. Und dann schauen wir mal, wenn wir den hier platzieren zum Abtanken bzw. zum Parken. So, wie er dann fährt, ob er dann auch unten rum fährt. So, ihn packen wir erstmal zusammen. Ja, wie gesagt, wenn man erstmal hier auf dem abgeernteten Feld steht, dann sieht man erstmal, wie groß dieses Feld ist. Und da haben wir dann schon einiges zu tun. Gut. Okay. Dann.
So, hier werden wir jetzt ins Baumenü gehen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also meine Idee ist, ich meine, das sind zwei Gebäude, die sind jetzt auch nicht allzu teuer. Wir können die auf jeden Fall erstmal hier platzieren. Und ich habe jetzt hier noch bewusst noch nicht alles hier, ich sag mal, angemalt. Weil wenn wir natürlich dann die Kuhweide und Ähnliches setzen, dann wird das natürlich auch entsprechend dann bemalt. Und dann tun wir das entsprechend einfach, ja, danach bemalen, in, wie wir es dann haben möchten. Gut, da wir ja im Prinzip hier unseren Hof haben oder die Unterstellhallen, die Lagerhallen mit den entsprechenden auch, die wir ja nutzen können, hier die entsprechenden Ladestationen, Entnahmestationen und die Werkstatt, werden wir uns natürlich erstmal hier darauf konzentrieren, dass wir die Produktionen und die Ställe installieren und noch nicht die großen Hallen. Aber früher oder später soll das auf jeden Fall dann alles hier sein. Dann soll hier unser kompletter Hof sein. Okay, also Produktion, Fabriken. Dann schauen wir mal nach der Hof BGA. So, das ist die Modulare. So, und dann haben wir hier einmal als Mod die BGA mit Betankung. Damit ist, glaube ich, nämlich Methan gemeint. Und hier haben wir die ganz normale Biogasanlage und da können wir so auch ziemlich alles reinwerfen, nämlich auch Zuckerrüben, Kartoffeln und Zuckerrübenschnitzel, sogar Stroh. Und bekommen eben dann auch, was wichtig ist, die Gärreste zum... Ja, Augenblick. So war das. Ja, jetzt haben wir Raster an. Und bekommen hier die Gärreste und damit können wir dann später düngen. So, jetzt bin ich am Überlegen, packen wir das Ding so hin? Wird fast besser sein. Ja, dann kann er auf jeden Fall so ranfahren. Oder packen wir es hier hin? Im Prinzip ist es ja kurz wie gesprungen. Wir können definitiv danach oder dahinter ja auch dann irgendwie eine Halle oder irgendwas hinbauen. So, also, dann denke ich, dann machen wir das hier ein bisschen noch rein. Dann haben wir ein bisschen Luft zum auch rangieren. Und dann sollten wir eigentlich so jetzt unsere kleine Hof-BGA haben. Und was wir dann auch noch brauchen als Produktion, das müsste eigentlich auch hier drin sein. Das ist unser Fermentersilo. So, das hessische Fermentersilo. So, und auch da müssen wir dann ein bisschen klug das Ganze platzieren, damit dann eben später, weil die Idee soll ja auch sein, dass wir dann natürlich hier einen Zaun, eine Hofeinfahrt machen mit einem Tor. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir hier zum Beispiel den Baum irgendwie noch gekillt kriegen. Dann machen wir hier eine ordentliche Hofeinfahrt. Und hier unten wird die zweite Hofeinfahrt sein. Und da wird es natürlich dann auch entsprechend Zäune geben. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass ein Helfer hier genügend Platz zum Rangieren hat. Deswegen würde ich das jetzt hier hinpacken wollen. Dann kann man auf jeden Fall dahinter dann noch irgendwas oder dazwischen rein was machen. So, ja, und wie gesagt, so, nicht, dass ich jetzt das Falsche setze, hessischer Hof, Mods, Fermenter, Silo, genau. So, jetzt haben wir das Ganze hier platziert. Zack. Jetzt schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, ja, die Krähen hier. So, wunderbar. Dann können wir hier das Gefährt... Wundert mich jetzt eigentlich, dass das kein Beton ist, sondern dass hier Gras ist. Naja, gut, aber wie gesagt, das soll uns jetzt im Moment erstmal nicht weiter stören. Wir müssen sowieso dann schauen und das wird das Spannende dann werden, wie halt dann eben auch die Anfahrtwege sind, ob das funktioniert. Normalerweise mit dem hessischen hier gar kein Problem. Und auch meine Erfahrungen mit der BGA, mit der Mini-BGA waren bis jetzt immer sehr, sehr positiv. Sollte eigentlich alles funktionieren. Und dann können wir auf jeden Fall hier noch einiges drumherum bauen. Okay, Freunde. Mit dem Blick hier auf unsere neuen Gebäude und mit der Aussicht, dass wir in der nächsten Folge dann jetzt unseren Häcksler mieten werden und ins Häckselgeschäft einsteigen werden. Ja, darf ich mich an der Stelle recht herzlich von euch verabschieden und bedanke mich auch recht herzlich bei allen, die mittlerweile ein Däumchen, Kommentare und mich unterstützen mit einem Abo.
darf ich mich recht herzlich bei euch allen bedanken. Freue mich, dass ihr jetzt zukünftig mit dabei seid und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.